Schön. Ist alles Inventar, ne? Also ich glaube, wir haben an der Karre sogar noch Plus gemacht, so Pfand, wie hier drin ist. Doch. Der kennt es voll. Deine Schimmel. Boah, die Haare da drin. Ich glaube, wir haben echt Plus an der Karre. Oh, wow. Haben wir das echt gemacht? Ja. Ja, hi. Das denn? Ja. Was machst du? Ich fahre mit dem Auto rum. Bei dem Wetter mit deinem hässlichen Auto? Hä? Ich habe doch ein Coupé. 200 PS. Was willst du noch mehr? Was? Coupé. 200 PS. Nimm doch lieber Cabrio. Bei dem deinem Wetter ist viel besser mit Cabrio rumfahren. Warum soll ich mit Cabrio holen? Ich hab doch rahmenlose Türen. Ja, was bringt mir das bei dem geilen Wetter? Weil alle anderen Jungs haben viel bessere Autos. Sie schenken dann das heiß Karre nie wieder ein. Ernsthaft jetzt? Ja, es ist voll peinlich, wenn mich da die Leute wiedersehen. Was sollen die von mir denken? Meine ganzen Freundinnen lachen mich schon aus wegen deinem hässlichen Auto. Also, ich habe hier für die Karre 6.000 Euro bezahlt. Ja, ist mir egal. Was bringt's denn, wenn es hässlich ist? Ich hab da keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Ich dachte jetzt, vielleicht wir gehen irgendwie coole Autos abgucken und das, dass du dir mal ein neues kaufen. Was soll ich denn so schnell eins herbekommen? Ja, weiß ich nicht. Lies dir doch eins. Du gehst doch arbeiten. Aus meiner Klasse kamen Fossil Jungs geliest, der Auto so richtig geil mit Cabrios. Und nicht so eine hässliche Schrottkarre wie deins. Nee, ich kann das nicht mehr. Nee. Was? Ja. Ich kann nicht mehr. Nein. 200 PS. Rahmenlos. Wo hast du die Karre denn her? Halt zum guten Kurs. Geschossen. Kann ich die haben? Was gibt's denn? 200. Park Einhard gefährt, wa? Kann man irgendwie zoomen, Digga? Zoomen kannst du oben im Bettchen. Ach, ein auf den. Du hast wieder keine Ahnung, Digga. Oh no, I hope you're fine. Du bist wie ich jetzt, Alter. Platzaufnahme, Peugeot, 206 CC, Cabrio. Hör mal, dein Auto hat noch ein Dach. Bisschen cringe geht, Verdiener. So. Was haben wir hier, Philipp? Was haben wir hier? Einmal hier haben Eckladen. Wir. Erstmal Auto zeigen, So. Schönen schwarzen Peugeot 206 als Cabrio, 2,4er Baujahr, schöne 15 Zoll Alus auf 150er Winterreifen, also auf 185er Reifen. Wow. Die müssen auf jeden Fall schon mal runter, ne? Das ist schon krass, Alter. Da müssen mehr Speicher BWS aufnehmen. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viel die Hand. Kann die 8. sein, kann die 9. sein, kann die 12. sein. Für einen guten Kurs geschossen, die Bude. Kann ich als Kameramann eigentlich auch meinen Senf dazugeben? Sicher kannst du natürlich. Alles klar, gut. Bitte schön. Ich dachte, da kommen wir so. So, dann wollen wir jetzt mal hier in die nähere Schutzaufnahme gehen. Wir fangen an der Fahrerseite an, würde ich sagen. Also was wir schon mal sehen ist hier, ich weiß nicht, ob du da drauf bist, der ganze Moos hier innen drin. Und dass das alles grün ist und so. Ja, Mann, es schimmert. Ja. Gut. Wir haben die Bude genau so gekauft. Hier ist nichts gestellt. Das wird auch keine Sau glauben, dass wir die Bude so gekauft haben. Hier ist nichts gestellt, das Ding, das ist so. Wo kommt die Lampe, so. Philipp? Schön. Ist alles Inventar, ne? Also ich glaube, wir haben an der Karre sogar noch Plus gemacht, so viel Pfand, wie hier drin ist. Der Rosthaufen, das ist. Der Rosthaufen, genau, der kommt aus der Karre. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Highlight der Karre. Oh ja. Erstmal, vielleicht sind hier immer noch Kippen drin, ich weiß es nicht. In der Mitte sind vielleicht noch welche. Jetzt kommen wir jetzt zum Highlight, erstmal ein Coca-Cola-Glas. Wischer haben wir auch neue Leute zu gute Gebrauchte dabei bekommen. Man erkennt es nicht ganz. Doch. Man erkennt es voll. Achso, hier hinten, was haben wir hier hinten noch alles am Müll? Kurzer Augenblick, was ist das denn überhaupt? Was? Was ist das? Was ist das? Ich würde sagen Schimmel. Ja? Fungi? Pilz ist das. Ich glaube, in Asien ist ja, glaube ich, eine Spezialität. Boah, die Haare da drin. Dämpfer-Kofferraum haben wir auf jeden Fall schon mal. Ist ein DLC. Ah.
So. Jetzt haben wir erstmal hier das schöne Verdeck. Wir können natürlich jetzt auch sagen, wir fahren auf Verdeck einmal rein. Wir fahren auf Verdeck einmal rein. Wir fahren auf Verdeck einmal rein, genau. Genau den. Das ist natürlich elektrisch. Funktioniert alles. Elektrisch. Komm, wenn du jetzt die Tür zumachst, es hat quasi ein CL500, wa? Keine B-Säule, Bruder. Weil das soll ich auch Bruder einfach nicht machen. Hm? Bahn, überall Alcantara. Links geht drin. Ja, einmal geht noch. Einmal geht noch. Ich glaube, hier gehen. Mängel haben wir? Keine. Keine. Das hat ja jetzt ohne Probleme geklappt, ne? Jetzt gucken wir mal hier. Wir haben echt was an der Karre gemacht, Alter. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen Zehner oder so. Guck doch einfach mal da rein. Der kannst einfach hier. Guck mal hier. Boah, wow. Viel geiler ist das eigentlich auch. Einfach ein Glas um den Dosen. Oh, hier ein Meckes Glas. Aber ich glaube, wir haben sogar einen Verbandskasten, oder? Verbandskasten war neu, alles klar. Das ist bestimmt Fentanyl drin oder so was. Ja, das ist halt ein Pannenkit, glaube ich. Da guckt er mal am besten nicht rein, was. Ja, Freunde. So ist das. Ja. Also, ohne Scheiß, einmal ausräumen. Was ist da drinne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich das weiß. Menge. Haben wir sogar welche. Wirklich? Ein Fenster hier noch. Einmal hier, Kraftmann. Fand das Fenster gut geklappt. Der einzige Mangel. Bremsen vorne haben kein Guthaben mehr. Da muss man aufladen. Und fies aus. Antriebswelle diese Seite. Ansonsten das Ding, top Kfz. Top. Ich wollte gerade sagen, mir ist gerade aufgefallen, da sind ja Scheibenbremsen hinten drauf. Genau. Mein Gott. 110 PS, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, das 110, ist schon... 16V. 16V ist übel. Der zieht. Der will. Wann haben wir vor? So, gieße ich erstmal die Getränke des Abends ein und dann sprechen wir darüber. Mängel beseitigt. Aber der Plan für das Auto ist ja Sommerfahrzeug, Saison. Dieses Jahr soll der fahren. Ab März, April die Ecke. Und soll gut aussehen. Wir fangen an. Außenwäsche, gründliche Außenwäsche. Wir müssen den ganzen Moos aus den Kanten kriegen. Das ganze Grünzeug muss weg. Da werden wir mit Heißdampf arbeiten, alles drum und dran. Nächster Punkt. Innenraum. Der Schimmel muss aus dem Innenraum raus. Die Sitze werden ausgebaut. Aber wenn ich anmerken darf, Ledersitze sind das, oder? Vertue ich mich Sitzheizung. Da. Ja, sogar Sitzheizung. Mein Gott. Das ist ein... Eine Klimaanlage. Aber raus eh nicht, das ist ein Cabrio. Wer ist eh, oder? Die Sitze werden lackiert. Die lackieren wir. Tut mir leid. Die werden gespachtelt und lackiert. Und dann wird der Wagen poliert von außen. Dann kommen da dicke Felgen drauf im besten Fall. Wie viel gehen da maximal drauf, wenn ich fragen darf? Würden auch 80 dann gehen, dann ist es aber ein sehr schmaler Reifen. Ja, das ist keine Chance. Innenraum wollen wir noch ein bisschen was basteln, mal schauen. Was da so kommt. Radio muss da mal rein. Und dann kann die Saison losgehen. Und dann kann man sich damit entspannt. Schöne Ambientebeleuchtung kommt da rein und dann geht los. Auf klassisch angelehnt muss da doch eigentlich noch eine Pfeife auf dem Beifahrersitz, oder? Oder in dem Beifahrerfußraum? Wir kriegen halt irgendwie hin. Ohne den Kofferraum. Ich bin schon zu kernig, Alter. Aber gibt's dazu noch zu sagen? Gar nichts. Go and put your drinks up, this gon' be a party. I'ma thank everybody. Cause homie, we on.
homie, we on. Remember way back when all this first started. People, they just forgot us, but homie, we on.